So, da haben wir mal den Starttitel. Die kann ich dann lesen und dann kann ich euch natürlich auch helfen. Wenn es dann passt, antworte ich gleich. Wenn nicht, komme ich auf jeden Fall drauf zurück. So, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid und zwar bei dem schönen Wetter. Hier sind auch schon wieder 28 Grad südlich von Berlin. Und heute geht es um die Perlentaucherstrategie. Und viele sehen ja das Bild hoffentlich und sehen auf der rechten Seite so eine Art Sonar. Und das ist im Endeffekt so die Darstellung meiner Strategie. Denn ich fange mal an mit dem Marktklima, man kann es auch Market Model nennen, um mir einen Eindruck zu verschaffen, was die Märkte eigentlich machen. Und der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach, warum ich das immer mache. Weil ich natürlich bei so einem Wetter nicht vorm Rechner sitzen will und nach Aktien suchen, die Outperformer sind, wenn der Markt das gar nicht hergibt. Ja, und ich muss halt auch wissen, welche Strategie handle ich. Ja, mit einer Counter-Trend-Strategie zum Beispiel gegen den Trend oder handle ich mit dem Trend? Ja, und das ist halt ganz entscheidend. Und deshalb schauen wir uns die Indizes an. Und da möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Okay, Risikohinweis. Natürlich, das wisst ihr, alles, was ich sage, ist meine Darstellungsweise und meine Herangehensweise. Es ist keine Anlageempfehlung. Bitte seht die Sache sehr, sehr kritisch. Ihr wisst, wenn ihr Börsengeschäfte durchführt, dass ihr da bestimmten Risiken unterliegt und dass es natürlich auch einen Totalverlust geben kann. Wenn ich Aktien zeige, dann kann es natürlich auch sein, dass ich dort selber investiert bin. Es könnte also einen Interessenkonflikt geben. So, kurz über mich. Der eine oder andere kennt mich schon. Ich bin 54 Jahre alt, heiße Carsten Berger. Bin Diplom-Verwaltungswirt, wohne 10 Kilometer südlich von Berlin, bin aber, wie man es wahrscheinlich auch hört, ursprünglicher Berliner und beschäftige mich schon sehr, sehr lange, wie ihr seht, mit Fonds und mit Aktien. Den ersten Kontakt damit hatte ich schon mit 17, muss da irgendwie eine, sag ich mal, eine Affinität dazu gehabt haben. Konnte das aber nicht beruflich machen, war dann bei der Polizei 29 Jahre lang, zum Schluss Einsatzleiter einer Spezialeinheit gegen Jugendkriminalität. Hab dann irgendwann den Agena-Trader gesehen und gefunden, Gott sei Dank, der mir viele Prozesse abgenommen hat. Ja, so eine Art, Stichwort sage ich mal, Aktienscreener. Wie finde ich Aktien? Wie kann ich mir das einstellen? Wie finde ich dort letztendlich den Weg, um die Aktie zu finden? Denn so viele Aktien gibt es natürlich, viel zu viele, um alle zu handeln. Ja, dann kann man ja gleich einen Fonds nehmen, aber wir wollen ja einen Vorteil davon haben. Dann wurde ich Coach für diese Trading-Software, Agena Trader. Letztendlich habe ich dann Leuten auch geholfen, überhaupt ins Trading zu kommen und habe dann 2019 meine Perlentaucher-Strategie im Agena Trader umgesetzt. Das war sehr, sehr hilfreich und habe jetzt seit 2022 das Projekt tradescanner.com mit dem Markus Runer zusammen und dort die Strategie quasi im Internet umgesetzt mit einigen Zusatzfeatures, was dann noch so kommen wird. Okay, das, was mich persönlich am meisten interessiert, ist von Anfang an schon immer gewesen Outperformance und Underperformance. Wie bin ich darauf gekommen? Letztendlich kennt das jeder, ja, schaut in die Zeitung, habt einen Aktienfonds gekauft und ihr vergleicht den mit den anderen, die da aufgeführt sind, auf welchem Platz der steht. Ja, meistens war der nicht auf Platz 1 oder er war mal auf Platz 1, aber irgendwann war er dann wieder runter und war auf Platz 20. Warum? Vielleicht der Fondsmanager oder so gewechselt hat. Bedeutet, man ist ja immer bestrebt, eine bessere Anlage zu finden und vielleicht auch die Aktie zu finden, die bei Börse Online oder so auf Platz 1 steht, die drei Wochen, und ihr nicht die auf Platz 20 oder so habt, die mit einer Underperformance. Also die beste Aktie zu finden, ist eigentlich das Ziel. Das muss man systematisch angehen. Und was bedeutet eigentlich Out- und Underperformance? Ihr seht hier den Graph, zwei Graphen, eine grüne Linie und eine schwarze Linie. Letztendlich ist das eine Benchmark, und zwar die schwarze Linie, das heißt ein Vergleichinstrument. Das könnte jetzt ein Index sein. Das ist völlig egal, ich will euch ja nur das Prinzip kurz verdeutlichen. Also die schwarze Linie ist meinetwegen der DAX und die grüne Linie ist meinetwegen die Daimler-Benz-Aktie. Ist aber nicht, aber nur als Vergleich. Und man sieht, dass die grüne Linie irgendwann mal oberhalb der schwarzen notiert
aber auch eine ganze gewisse lange Phase unterhalb der schwarzen Linie. Und die Phasen sind halt mega interessant, wenn ich long gehen will, wenn es eine Outperformance gibt. Also was ist eine Outperformance überhaupt? Das ist halt der Wert, in dem Fall die Daimler-Aktie, erzielt eine höhere Rendite als der Vergleichswert der DAX. Und das ist so das Prinzip, was ich im Endeffekt umsetzen möchte. Ich möchte als Grundfilter nur Aktien handeln, die besser sind als die Vergleichsbenchmark. Also Daimler müsste also Outperformer eine bessere Rendite über einen gewissen Zeitraum erzielt haben, um dass ich dann die Aktie mir hole. Es gibt aber auch Phasen, das ist eine Underperformance, das heißt, die Rendite ist niedriger als der Vergleichswert, dann bräuchte ich die ja nicht haben, jedenfalls nicht, um die Long zu handeln. Ja. Man sieht, die grünen Pfeile sind die Outperformance-Phasen, die rote Phase ist Underperformance und die grüne Phase am anderen Ende ist wieder eine drastische Outperformance. Ja. Das heißt nicht immer, dass so eine Aktie extrem ansteigt, aber was will ich damit eigentlich bezwecken? Warum habe ich mich damit beschäftigt? Ich habe im Endeffekt mich deshalb beschäftigt, weil die Phasen der Outperformance ja eine Dauer haben auch. Also man sieht am linken Rand, das ging ja von 2011 bis 2013 war die Daimler-Aktie besser als die Benchmark. Und 2019 gab es eine Outperformance-Phase, so Mitte 2000 oder Anfang 2020. Und die Phasen dazwischen, die waren ja auch länger, wo sie Underperformance war. Und da habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an und untersuche das mal statistisch. Also habe ich mir 330 verschiedene Szenarien angeschaut. Und zwar unterschiedliche Aktien. Also ich habe mir meinetwegen eine Thyssen ausgesucht oder eine Tesla, also auch auf verschiedenen Märkten. Und habe mir angeschaut, was die Aktien gemacht haben im Verhältnis zu ihrer Benchmark. Also eine Tesla zu Nasdaq meinetwegen. Und das auch zu unterschiedlichen Zeiten. Also nicht immer in derselben Marktphase, sondern dann 2019, 2010, 2009, 1995 oder sonst wie. Und habe dann einfach mal ausgewertet, wie lang eine Aktie, und das zeige ich euch jetzt mal hier am rechten Rand, vom ersten Tag der Outperformance, also irgendwann findet diese Outperformance ja statt, dass der Wert an dem Tag besser ist als die Benchmark. Da habe ich mir einen Algorithmus zurechtgelegt. Ich konnte man ja hier auch im Chart sehen, dass irgendwann, ich gehe nochmal zurück, ja, gehe mal zurück hier, so, dass irgendwann der Zeitpunkt ist, wo so eine Aktie, da kann ich nicht raufklicken, ups, jetzt ist sie ganz weg, sorry, dass die Aktie, so, kommt gleich wieder, nicht klicken, sondern nur zeigen, besser ist. Ne? Und die Phase und die Dauer habe ich gezählt, bis sie wieder unter die schwarze Linie, also unter die Benchmark fällt. Und das ist ganz interessant, weil das verschiedene Dauer zur Folge hat. Und man kann hier auf der unteren Aktie sehen, Achse, nicht Aktie, wie lange die Dauer ist, wie lange eine Aktie Outperformer bleibt. Und hier oben sieht man die Anzahl. Ich habe 330 verschiedene untersucht. Und jetzt kann man im Endeffekt sehen, okay, hier waren es 5 Tage, 10% ungefähr, nämlich ungefähr 30 der 330 Aktien waren nur 5 Tage Outperformer. So. Das kann ich mit der Information anfangen, ja. Im Moment noch nicht viel. Aber man sieht schon, die nächsten, und zwar 25 Tage, das sind im Endeffekt fast 4 Handelswochen, und da waren es über 60, die, das ist fast doppelt so viel, die diese Outperformance-Phase hatten. So, und das finde ich schon richtig beeindruckend. 50 Tage, das waren 70, und dann sieht man selbst, gibt es noch Aktien hier um die 30 bis 100, die 50 Tage oder 125, 100 Tage oder 125 Tage diese Phase hatten. So, und wenn man jetzt weiß, dass eine Aktie ja ansteigt und wieder fällt, dann möchte ich genau in dieser Phase Aktien haben, wenn sie korrigieren. Das heißt, wenn ich eine Outperformance-Aktie habe, kann ich das auch messen, wie stark ist sie Outperformer, und dann warte ich auf eine Korrektur und steige da ein. Das ist so das Grundprinzip, relativ einfach. Also ich handle nur Outperformer Long und Underperformer Short. Ja. Es gibt eine kleine Ausnahme beim Countertrend, weil ich ja 2 verschiedene Strategien habe, aber letztendlich basiert alles darauf. So, und jetzt sind wir quasi in der ersten Phase, bedeutet, Indizes anzuschauen, ist eine Sache, die ich benutze, um mir
Klarheit über die Märkte zu verschaffen, ob ich arbeiten muss oder ob ich lieber, sage ich mal, Freizeit verbringen sollte. Und diese Outperformance benutze ich dann, um zu sagen, okay, welcher Index ist denn jetzt ausschlaggebend für mich? Aus welchem Index schaue ich mir die Aktien an oder schaue mir in die Branchen an? Also gerade ist ja wer aktuell deutscher Markt oder amerikanischer Markt. Ja, ist auch schon eine ganz krasse Entscheidung, die man manchmal fällen muss. Es könnte auch andere Märkte sein, andere Länder, aber ich handle überwiegend nur Deutschland und Amerika. Und da ist schon interessant, ob ich im Technologiesektor unterwegs bin, also Nasdaq eher, oder auf dem S&P 500 oder auf dem Russell 2000. Das ist schon ausschlaggebend. Oder im MDAX zum Beispiel. Also hier muss ich die Vorauswahl treffen. Richtig zur Sache geht es dann aber erst, wenn wir Branchen und Sektoren uns anschauen. Und das ist, glaube ich, noch intensiver. Nehmen wir mal an, wir kommen jetzt auf den Schluss, wir nehmen amerikanische Märkte, Nasdaq. Dann schaue ich mir natürlich Branchen an. Welche sind denn im Technologiesektor vorhanden? Also fallen alle anderen Branchen weg. Das schränkt ja schon mal die Aktienauswahl extrem ein, wenn ich sage, na, ich will auf keinen Fall irgendwelche Stahlindustrie haben und ich will zum Beispiel auch keine Autoindustrie haben. Ja, bin ich im Technologiesektor unterwegs und schaue mir dann meinetwegen die Chipbranche an. Und damit kann ich auch wieder sagen, okay, die Chipbranche performt besser als zum Beispiel als PCs zum Beispiel. Also reine PCs, nicht nur der Chip daraus. Also habe ich auch schon wieder eine Auswahl getroffen. Und das Timing, das kommt aus der Signalgebung, das heißt, ich warte auf eine Korrektur in der Branche und hole mir dann, jetzt kommt's, die entsprechende Aktie aus dieser Branche mit dem gleichen Timing und mit dem gleichen Auswahlsystem. Das heißt, ich vergleiche zum Beispiel eine Intel-Chip mit einer AMD. Welche ist denn jetzt besser? Welche performt besser? Und die nehme ich dann einfach und werde dort ein Trade umsetzen. Also so ein Top-Down-System. Und wir beschäftigen uns heute fast überwiegend nur mit den Indizes, weil daraus kann man eine ganze Menge schon ziehen. Wer Fragen hat, immer einfach reinschreiben. So können wir das am besten handhaben. Okay, dann gehen wir mal in den Chart, damit wir mal wirklich mal sehen. So, Alcina Trader, wo bist du? Da ist er. Ja, so wie der jetzt hier bei mir aussieht, so kriegt man ihn in der ursprünglichen Einstellung nicht. Das ist von mir ein erstelltes Add-on, was ich im Endeffekt so benutze. Und hier sieht man auf der linken Seite logischerweise wie eine Art Liste die Indizes, die ich und die Rohstoffe, die jetzt hier für mich wichtig sind, die ich mir anschaue. Den Chart, den ihr seht, ist gerade Öl. Ja, und zwar der ETF USO, nicht der griechische Schnaps. Obwohl, den bräuchte ich jetzt wahrscheinlich auch bei der Wärme gerade in meinem Büro. Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Ist aber nur Wasser. Und hier kann ich schon mal die Sache sortieren. Das heißt, ich habe hier so eine Richtzahl. Und zwar, je höher die ist, desto dynamischer ist die Trendentwicklung bei diesem Wert auf eine bestimmte Zeit. Und je niedriger der Wert ist, desto, sage ich mal, schlechter ist er. Das sieht man ja. Und das hilft mir schon mal, das Ding von oben nach unten anzugehen. Das heißt, alles, was hier oben steht über 1 und grün ist, ist für mich eher eine Long-Position. Und alles, was da drunter ist, da haben wir natürlich jetzt mehr und hier unten rot ist, ist eher von der Short-Seite anzufassen. So, und trotzdem schaue ich mir die Charts an. Nachher zeige ich euch noch kurz eine Möglichkeit, wie ich das relativ schnell machen kann, wenn ich mir jetzt nicht jeden Tag die Indizes zum Beispiel anschauen kann. Da gibt es auch noch eine Alternative, das nennt sich Market Model. So, gehen wir mal auf Öl ein. Öl war ja, und habe ich auch eine ganze Zeit lang gehandelt, und zwar die Aktien daraus, eine ganze Zeit lang extrem long. Und ich schreibe ja immer am Montag, jetzt ändert sich das am Samstag im Blog auf meiner Homepage, und da schätze ich immer 3 Indizes ein, wenn da was los ist. Es gibt dann immer ein Update. Und da war jetzt bei Öl, Gold und Nasdaq. Und TechDAX habe ich mir auch angeschaut. So, kommen wir mal zum Öl. Ihr seht hier natürlich die Widerstandsbereiche, die auf Wochenbasis sind. Ja, da wahrscheinlich hier kein Chart mehr, doch da ganz hinten. Ich habe jetzt mal zusammengescrollt, da seht ihr mal die Spannbreiten beim Öl. Wahnsinn, ja. Und Öl hat schon lange, lange Zeit die Outperformance-Phase. Jetzt schaut euch das mal an. Ich
Geh mal auf Outperformance Phase anzeigen. Wenn es grün wird, tendiert der Huso ETF besser als den Vergleichsindex, den Welt-ETF zum Beispiel oder ein anderer Index. Ja, Wahnsinn, wie lange das schon grün ist. Schaut euch das mal an. Hier wird er kurzfristig mal rot, also Underperformer. Und irgendwann wird er grün. Und das sind die Outperformance-Phasen, die mich interessieren. Ja, man kann es mal ein bisschen ranzoomen. So. Hier seht ihr, da, wenn es rot ist, dann sollte man den eher von der Short-Seite anfassen. Wenn er grün wird, dann eher von der Long-Seite. Und dann gibt es auch Phasen, wo sie neutral sind, da muss man halt nichts machen. So, so ist das im Endeffekt. Und dann schaut euch das einmal an. Dann seht ihr, dass das schon mal eine gute Wahl ist, wenn man so einen Index, wenn man den gut findet, in dem Fall Ölaktien, also Huso, ETF, die entsprechende Branche ist Öl, die dann längerfristig zu handeln, und zwar in die Long-Richtung. Das ist jetzt nicht, wenn es grün wird, geht's los, sondern das ist ein System dahinter, aber das ist der Vorfilter so genannt. So, jetzt sind wir mal wieder zurück hier. Okay, was ist hier passiert? Wir sind hier oben, machen wir den Outperformance-Filter raus, in diesen Wochenwiderstand gelaufen, der schon ziemlich lange her ist. Habt ihr ja gesehen, ich muss hier zusammenscrollen, das war 6. Januar 2020. Und da ist der Kurs abgeprallt. Da sagte mal nur einer, naja, prallt er wirklich da ab? Weiß ich auch nicht. Ja, was ich euch damit sagen will, ist, schaut euch mal Wochenwiderstände an. Dort kann eine Reaktion erfolgen. Mehr kann ich euch auch nicht sagen, aber ich muss mich darauf vorbereiten. Das ist ja eine wertvolle Information, dass dort etwas passieren kann. Der kann auch weiter durchgehen, weiß ich nicht. Aber wenn ich eine Position in einer Ölaktie habe oder den Huso ETF selbst handelt zum Beispiel, dann ist es doch schon wichtig zu wissen, dass wenn ich in diesen Bereich komme, der Kurs entweder fällt oder steigt. Das ist nichts Neues, aber ich kann ja mein Verhalten in der Strategie darauf abstellen und sagen, ich ziehe einen Stop ran oder ich lege mein Target in diesen Bereich, wo ich weiß, dass der Kurs dort, sage ich mal, strauchelt. Und dann verkaufe ich einen Teil. Das ist so die Strategie, die ich im Endeffekt bei Aktien habe. Was habe ich im Öl erwartet? Ich habe im Öl erwartet, das habe ich auch im Blog geschrieben, dass eine Korrektur einsetzt. Und das hat es jetzt fulminant. Und es gab bis jetzt keine Umkehr. Und dass ich Ölaktien wieder aufbaue, wenn eine positive, sage ich mal, Kraft oder Stärke und Dynamik wieder in die Long-Richtung einhergeht. Jetzt haben wir ja hier Tage, wo im Endeffekt keine Korrektur mit Stärke war, sondern einfach nur ein Abverkauf. Diese Kerze sieht jetzt im Moment wieder schwächer aus. Vorhin war sie relativ, als Powerbar würde ich bezeichnen. Das wäre für mich so eine Stärke oder so ein Umkehrstab. Und das natürlich auch in einem Bereich, wo ich auch auf eine Unterstützung eventuell treffe oder, jetzt kommt es, wisst ihr auch schon, auf eine Situation, wo hohes Volumen ist. Und diese orangen Bars zeigen mir an, dass es ein Wert ist, der exorbitantes Volumen hat. Und das kann ich mir mal kennzeichnen, indem ich hier diese untere Bereich nehme. Das wäre diese Unterstützung. Da oben haben wir auch ein hohes Volumen und hier auch. So, was kann ich damit sagen? Wenn in so einer Zone, wo hohes Volumen ist, der Markt dreht, dann habe ich, wenn der Markt darüber schließt, im Endeffekt alle hinter mir, die in dieser Zone gekauft haben. Weil es könnte ja wieder sein, dass Leute hier wieder einsteigen, die hier den Zug nicht mitgefahren sind nach oben. Also wir hatten ja hier auch einen Widerstand, dann kam der Markt zurück. Hier habe ich empfohlen, Aktien aus Öl zu kaufen, weil wir ja noch nicht im Ausbruch sind. Hier wäre das ein Fehlausbruch gewesen. Ich kaufe mal aus der Korrektur und dann entsprechende Ölaktien in die Long-Richtung zu handeln. Ja. So, und jetzt haben wir so eine schöne Phase, wo es echt spannend ist. Der Markt läuft ja noch bis 22 Uhr. Das wäre eine Situation, wo ich dann Öl sagen würde, ich screene mal nach Ölaktien in den Long-Bereich. Wie weit kann das Ding jetzt noch fallen? Dazu schaue ich mir mal die Bars hier an. Ja, da haben wir einmal den Bereich da oben, da sind wir drunter. Das wird ein bisschen schwierig, denke ich mal, weil wir sind ja schon unter diesen extremen Volumenhochs gefallen und haben hier an diesem Tief, auch über dem Durchschnitt hier unten, da ein ziemlich hohes Volumen, welches dann natürlich auch eventuell für einen Widerstand sorgt. Börse ist kein Geschäft, wo man sich immer alles wünschen kann, dass es so aussieht, wie man sich das denkt.
Aber sinnvoller wäre es natürlich gewesen, dass wir hier kein großes Gap haben. Wir haben ja hier so ein Down Gap, ich zeichne das mal rot ein, das ist immer zwischen zwei Kursen, hoch und tief, diese Kurslücke. Und die findet genau statt in diesem Widerstandsbereich. Also mir ist das Ding ein bisschen zu krass abgefallen, zeigt hier auch Stärke, als dass ich jetzt hier oben drüber noch auf die Long-Richtung gehen würde. Ja, sinnvoller hätte ich es gefunden oder schöner und auch sag ich mal, vom Risiko her, wenn sich hier drin in kein Gap stattfindet, sondern in der Zone so ein Umkehrstab bildet oder eine kleinere Range. Jetzt ist hier schon relativ risikobehaftet. Aber was mache ich mit Öl? Wie gesagt, setze jetzt nicht gleich drauf. Ich warte, bis der Kurs etwas hochläuft und sich hier wieder seitlich konsolidiert und da drüber mit einer kleineren Range schließt. Dann scanne ich nach Ölaktien und erwarte dann, dass der Markt wieder in diesen Bereich da oben hineinläuft. Ja. Wir sind ja auch in dieser Zone, wo der Markt jetzt einfach was machen kann. Nächsten Tag hier rein, ja, das große Volumen und zack, dreht er vielleicht noch weiter nach unten und kommt bis hier runter. Dann sind wir nicht mehr in einer trendfolgenden Strategie, sondern dann wären wir nach meiner Regel in einer Counter-Trend-Strategie. Da müssen besondere Volumenregeln vorliegen. Ja. Aber so ist die Einschätzung. Da muss ich jetzt nicht hektisch werden, da kann ich noch ein bisschen warten. Aber das wäre das Szenario für Öl. Da haben wir schon Gold. Habe ich auch im Blog geschrieben bei mir und zwar, es war am Montag, dass ich beim Gold ja hier recht positiv war. Das war die Woche davor. Und gesagt habe, ja, jetzt kann Folgendes passieren. Entweder Gold wäre jetzt wirklich noch ein paar Tage gestiegen, wieder zurückgekommen. Dann wäre das genau das Szenario gewesen, was ich geliebt hätte. Und dann hier aus der Korrektur nach Goldaktien zu suchen. Ist aber nicht passiert. Was ist passiert? Seht ihr ja selbst im Chart. Der Markt ist letztendlich relativ fulminant nach oben gegangen. Das war so mir so der Impuls, okay, jetzt könnte ja eine Korrektur kommen, aber das hat die gleich wieder abverkauft, von diesem Hoch herunter. Korrigiert, klasse, hat aber dann keine Stärke gezeigt, aber reagiert auf, ich nehme mal diese roten Bars hier raus, Underperformance, reagiert auf dieser Wochenunterstützung, wir scrollen das mal zusammen, unterhalb des SMA 200. Der immer so ein bisschen als Widerstand und Unterstützung dient. Ja. Und da pendelt der Kurs so ein bisschen mal hoch und mal runter. Und hier unten habe ich auch kein großes Volumen gesehen. Ja. Da ist kein großes Volumen. Aber wenn wir nach links weiter schauen, dann haben wir auch hier wieder unsere extremen, sag ich mal, Volumen-Anzeige. Und der Markt ist halt da drunter gefallen. So. Und hier gibt es auch keine große Stärke. Und hier habe ich halt mit einem Widerstand zu rechnen. Wenn ich dort long gehe, das wäre eine Counter-Trend-Strategie. Nein, abwarten angesagt. Und den Markt, er müsste sich hier eigentlich frei schießen. Ja, er muss hier irgendwie raus aus dieser Range mit diesem hohen Volumen. Und die einzige Chance, die ich jetzt sehe, ist, dass der Markt nochmal konsolidiert und hier nochmal runterkommt. In diesen Bereich, in dieses Quadrat. Hat er ja heute schon so ein bisschen gezeigt, immer am 200er. Dann wäre hier eine Möglichkeit, je nachdem, wie sich die Situation in diesem Tag denn darstellt und anhand des Volumens eventuell hier nochmal am Boden long zu gehen, dass man diese Range im Endeffekt von hier unten bis nach oben long mitnimmt. Ja, Short würde ich Gold nicht handeln, weil wenn jetzt, sage ich mal, irgendwie noch irgendwelche News kommen, dann ist vielleicht Gold doch noch sehr gefragt und wird einiges vielleicht weggeschmissen. Man muss halt ein bisschen warten, das ist halt so. Kommen wir zum nächsten, Silber. Ja, ist auch noch auf Platz 4 bei mir. Auch ganz spannend. Hier sieht man relativ schnell den Wochenwiderstand, der jetzt im Endeffekt vorher eine Unterstützung war. Ist er nicht drüber hinaus? Man sieht noch diesen Haken. Das war das letzte Webinar, was ich hatte. Habe ich gesagt, wenn es drüber geht und wieder konsolidiert, dann wäre das eine Möglichkeit, hier auf Silber long zu gehen, auch wenn der SMA 200 hier so runterfällt. Hier eine Silberaktie zu suchen, hätte Sinn gemacht. Ist aber nicht passiert. Ist auch nicht schlimm, weil letztendlich was anderes passiert ist. Der Markt ist runtergekommen und dann wäre interessant zu sehen, wohin er gekommen ist. Schauen wir mal. Da sehen wir mal, wie dynamisch das hier war. Hier haben wir ein extrem hohes Volumen. Da unten, das war 2020,
kann ich mal einzeichnen, auch mit Gaps und alles. Ja, da oben, da oben. Und in dieser Range bewegen wir uns jetzt. Und wenn ich jetzt noch ein Gap einzeichne, und zwar war das mal ein Aufwärtsgap, nehme ich mal so ein grünes Dreieck, dann ist das genau da drin. Und in dieser Range bewegen wir uns jetzt. So, jetzt muss ich mich entscheiden. Will ich jetzt Silber einfach blind kaufen, weil es irgendwie billig erscheint im Chart? Nein. Ich muss mich entscheiden, ob ich Silberaktien haben will. Wann kann ich das tun? Ich kann das tun, wenn der Markt hier noch weiter konsolidiert und hier einen Umkehrstab bietet. Was wäre denn meine Strategie? Werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, dass der Markt da oben hingeht, beziehungsweise die Silberaktie, die ich in dieser Phase suche. Und ein Target, ein Ziel, würde ich doch da oben vorher hinpacken, weil der Markt ja eventuell dort nochmal drehen kann. Weiß ich ja nicht. Ja? Also würde ich hier einen Teilverkauf machen. Und wenn der Markt weiter durchgeht und die Aktie das auch durchhält, dann lasse ich natürlich die Hälfte der Position weiterlaufen und schaue dann, wenn der 200er hier runterkommt, nach, was dann passiert im Markt. Ja, ob ich dann einen Teilverkauf mache oder den Stop enger ranziehe, das muss man halt dann sehen, wenn es soweit ist. Also Silber ist im Moment gar nichts. Wir sind hier im No Man's Land und von daher gar nicht so pfiffig, jetzt da irgendwie zu reagieren. Ich warte ab und dann irgendwann hier vielleicht, wenn sich das so darstellt, long zu gehen an einer sinnvollen Position. DAX, des Deutschen liebstes Kind. Ich mag DAX-Aktien überhaupt nicht. Warum, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass mein System besonders gut in MDAX-Aktien, TechDAX-Aktien und kleineren Aktien auch gut funktioniert. Natürlich kann man auch die ein oder andere DAX-Aktie machen, aber da sind sehr, sehr viele große Akteure unterwegs und das macht das Leben umso schwieriger. DAX habe ich bewertet, ist runtergekommen in den letzten 5 Tagen in diesen Unterstützungsbereich, war dann hier mal stark. Hätte ich mir vorstellen können, dass der Markt hier reagiert, auch zumal das Volumen hier hoch war. Und dann kam hier eine News und dann ist im Endeffekt der Markt abverkauft worden. Das muss man auch immer sehen. Wir sind zurzeit extrem newsabhängig. Und das sollte euch auf jeden Fall ganz, ganz hinter die Ohren schreiben. In dem Moment, wo ihr wisst, dass Märkte immer auf News reagieren, ja, also gerade hier Krieg, Ukraine, Corona, was eventuell wiederkommt, also da reagiert der Markt empfindlich drauf. Und dann gibt es Ausschläge, die halt, sage ich mal, newsorientiert sind für 1-2 Tage. Und dann ist aber dieses Szenario im Endeffekt erstmal kaputt. Das heißt, man wird vielleicht ausgestoppt, wenn man hier long gegangen wäre. Wäre eine sinnvolle Situation gewesen, hier vielleicht aus den DAX-Aktien zu gucken. Ja, dann hätte ich in dem Sinne das hier oben hingehandelt. Ich habe es nicht gemacht, weil der Chart hier im Endeffekt nicht so stark war in dem Bereich. Ich mag es lieber umkehrstabmäßig. Oder Powerbar, der sehr, sehr hoch schließt. Das war hier noch gerade mal in der Karenz. Und der Markt ist jetzt aber weiter runtergegangen. Und das mit einem riesen Karacho. Das Einzige, was mich jetzt hier wirklich ein bisschen kritisch stimmt, ist, dass wir hier bei diesem extremen Abverkauf gar kein hohes Volumen haben. Und ich mag es lieber, wenn der Markt sich bei hohen Volumen, bei Erstellung eines neuen oder Bildung eines neuen lokalen Tiefs, höheres Volumen hat. Und dann wieder Stärke reinkommt, aber das ist hier gar nicht der Fall. Und ja, von daher ist das für mich ein negiertes Szenario jetzt. Und wir haben hier einen Umkehrstab, der genau da reagiert, wo der Wochenwiderstand ist. Und der Markt tendiert jetzt hier in der Seite. So. Was ist da zu erwarten? Na gut, ich schaue mir den DAX vielleicht mal wieder an, wenn er hier runterkommt. Warum? Weil wir hier in der Zone auch wieder ein erhöhtes Volumen haben, auch in diesem Wochenwiderstand. Was könnte ich erwarten, wenn ich jetzt handeln würde? Dann müsste ich eine Counter-Trend-Strategie haben. Und ich steige immer aus, wenn der Markt Counter-Trend-mäßig an den 20er heranläuft. Das ist so meine Idee dahinter, damit ich mit meinem Money-Management klarkomme. Der DAX bringt mir im Moment gar nichts. So, Euro-Stocks gucke ich mir mal an. Handel ich selber auch keine Euro-Aktien, außer die Deutschen, die da drin sind mal. Was haben wir hier? Man sieht, das ist ein ETF im Endeffekt, wo die Leute halt kaufen. Und zwar in dieser Wochenunterstützung bei extrem hohen Volumen. Das kann also relevant sein, die Zone hier. Und in diesem Bereich wieder so. Und wenn wir das mal festlegen, jetzt schieben wir es ein bisschen höher, weil da ist ja die Kerze zu Ende. Dann sehen wir, dort ist auch nochmal ein erhöhtes Volumen, auch nicht, wenn es ganz so krass ist, dass wir da drunter sind. Und immer wenn wir ein hohes Volumen
über uns haben, in die Richtung, wo wir handeln wollen, könnte das eine Barriere darstellen. Der Kurs hat hier schon reagiert, wie der DAX im Endeffekt auch mit einem Umkehrstab. Wo kann der hinlaufen? Wo kann er drehen? Hier unten wäre eine Möglichkeit, Eurostoxx-Aktien zu kaufen mit dem gleichen Szenario und dann wieder in dem Bereich zu gehen. Ja. So, DAX brauchen wir nicht. Dow. Sieht gut, besser aus. Ne? Amerika im Moment finde ich Amerika besser, weil die einfach mit ein bisschen erhöhtem Volumen reagieren. Und, aber was schwer zu handeln ist, das muss man auch dazu sagen, schaut euch das mal an, die Korrektur 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Hier so ein unschlüssiges Ding, zwar eine positive Kerze, also Schlusskurs höher als Eröffnungskurs, nächsten Tag abverkauft. Wieder so ein unschlüssiges Ding. Hier ist der erste Umkehrstab im Endeffekt. Der sitzt auf einer guten Position, muss man halt schauen. Ist da noch erhöhtes Volumen in dem Bereich drin? Schauen wir mal uns den Bereich hier an. Dort, schon ein paar Tage her, 2021, da ist erhöhtes Volumen. Und hier ist auch ein erhöhtes Volumen, auch wenn das jetzt nicht orange ist. Aber das haben wir da auch. So, jetzt gucken wir mal wieder zurück, wo wir aktuell sitzen und ob die Märkte sich dorthin bewegen. Warum macht er das nicht? Er will nicht. Steigt der Gina Trader. Gehe ich mal wieder zurück. So. Aber jetzt schafft das. Ja, so, da sind wir wieder. Guckt mal, die Linien, die ich da 2021 gesetzt habe, passen genau dahin. Und der Markt reagiert auch mit nicht ganz so hohem Volumen, aber sage ich mal, schon erhöhtem Volumen. Und wenn ich jetzt hier einsteige, darum handle ich nicht, dann ist das Ziel ungefähr hier, wenn der 20er kommt, je länger das dauert, desto höher, desto tiefer kommt der 20er. Das maximale Potenzial ist im Endeffekt hier Wochenwiderstand mit diesem extremen Volumen. Wenn ich dann handle, dann muss ich halt schauen, dass ich hier reagiere. Stop nachziehen, Target würde ich hier reinlegen und aufpassen an den 20er, wenn er weiter runterkommt. Das ist halt eine Counter-Trend-Strategie. Da nehme ich auch nur bis zu 30% im Moment, weil wir auch hier News gesteuert sind. Heute hat der Markt positiv reagiert. Im Moment sieht die Kerze so aus wie eine riesen Umkehrkerze, aber ihr seht, Schwankungsbreiten, also ein Stop einfach hier drunter legen und da so eine Kerze und Schuss wird da wieder draußen gewesen. Es ist volatil und das müsst ihr auch in eurer, sage ich mal, Strategie berücksichtigen. Und für den Dow sehe ich eventuell ein Kurspotenzial bis da oben 32.100, wenn keine bösen News kommen. Und jetzt kommt der TechDAX, der wurde auch schon angekündigt. Ich mag einfach auch deutsche Aktien. Und der TechDAX hat wirklich auf den Deckel gekriegt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da war mal Stärke. Das wäre jetzt auch ein schönes Screening gewesen. Aber am nächsten Tag gar nichts passiert, weil die Kurse im Endeffekt tiefer eröffnet haben und man bei den Aktien auch gar nicht gefüllt worden wäre. Jetzt haben wir hier unten an dieser Wochenunterstützung ein sehr hohes Volumen. Das kann ich jetzt einzeichnen. So, jetzt schauen wir nach links, ob da nochmal was ist. Aha, Oktober 2020, zoomen wir rein, haben wir hier auch ein hohes Volumen. Das sieht man ja auch in jeder Chartsoftware, weil den Balken, den kann man ja hier sehen. Ja, da oben fing es an, da haben wir es nochmal so. Gehen wir wieder zurück. Das ist lustig, wenn ich das eine hier einschalte, dann komme ich nicht zurück. Da habe ich was gemalt, geht dann nicht wieder zurück. Vielleicht ein kleiner Bug. Jetzt will er wieder. Und schon sehe ich, dass hier die Volumen, sage ich mal, das Volumen aus der älteren Zeit trotzdem immer noch Beachtung findet im Chart. Also hier hat der Markt schon mal wieder gedreht. Und wenn ich jetzt hier drin bin und den Markt nach Aktien durchsuche, dann muss ich doch damit rechnen, dass der Markt vielleicht nicht gleich ololo, bis da oben durchläuft. Ja? Er wird einige Hindernisse überwinden müssen. Welche Hindernisse wird er überwinden müssen? Den fallenden 20er. Da kommt es oft zu Reaktionen, das seht ihr hier. Ja, der Markt reagiert immer am 20er etwas. Hier oben reagiert er auch wieder am 20er. Ja? Also natürlich kann er auch da durchgehen, wie er es macht, aber ihr müsst mit einer Reaktion rechnen. Und dann müsst ihr euren Stop, wenn ihr meint, der geht durch, etwas weiter wegsetzen oder ihr müsst näher ransetzen, um die Position abzusichern. So, wenn ich jetzt hier unten reingehe bei dem erhöhten Volumen, das ist super, dann habe ich
an dem Tag eine weiße Kerze, die ist an sich noch nicht stark. Der nächste Tag habe ich auch keine entschlossene Kerze. Den nächsten Tag habe ich eine Umkehrkerze, zwar positiv, aber auch keinen starken Tag. Und jetzt habe ich so einen riesen Bar hier drin, der reagiert genau an diesem Volumentief, das ist schön, aber ich habe eine Range drin, die ist schon recht kräftig. Also was muss ich jetzt abwarten? Also wenn der Markt den hier macht, in diesen Unterstützungsbereich, das passiert oft, dann warte ich wieder auf einen Umkehrstab, der entsprechende kleinere Größe hat, nicht so eine hohe Volatilität und sucht dann nach Tech-Aktien, um dann die Long-Richtung zu machen. Geht der hier oben hin, dann ist es sowieso erstmal zu spät und ich warte wieder ab, bis er hier rauf korrigiert. So, also im Moment hier auf die Short-Aktie-Seite zu setzen, halte ich für sehr schwierig, weil die Korrektur, sage ich mal, noch nicht zu weit ist. Also die müsste etwas höher sein. Ne? Und zwar genau bis hier unten ranlaufen und dann drehen. Dann würde ich eventuell Short-Szenario handeln, weil wir sind für den auf Underperformer und würden dann im Endeffekt ein Short-Szenario sehen. Also ihr seht, beides passiert und ich handle beide Situationen in den entsprechenden Aktien. Vorwiegend würde ich jetzt eher auf eine Counter-Trend setzen, kurzfristig. Und wenn der Markt länger korrigiert hat, dann ändert sich die Situation, dann drehe ich auch mal Positionen, wenn das durch den Index halt vorgegeben wird. MDAX sieht genauso aus, ne? Also im Endeffekt ist er Underperformer, relativ grün, rot, und dreht genau hier auch in diesem Bereich, zeigt hier aber im Endeffekt mehr Stärke. Ja, und da habe ich schon im Endeffekt nach einer Aktie gesucht, da bin ich ausgestoppt worden und das passiert, das ist auch ganz normal, aber das Szenario fand ich jetzt nicht so schlecht, weil wir haben hier ein erhöhtes Volumen, das ist im Endeffekt dasselbe wie beim TecDAX. Das ist Stärke, die Aktie gesucht, ja, bei einer Aktie steige ich dann, wenn es jetzt eine Aktie wäre, die entsprechende bei über dem Hoch ein, habe mein Target hier oben reingesetzt und mein Stop darunter. So, und dann wurde ich halt am nächsten Tag, das Ziel wurde natürlich nicht gefüllt in der Aktie, weil das liegt ja da oben, dann wurde ich halt ausgestoppt mit einem Risiko. Aber nur 30% der Position gehandelt aufgrund der Nachrichtensituation. Also ein kleiner Verlust, aber wenn man den Einstieg schafft an so einem Tief, also Counter-Trend-Strategie, schwieriger zu handeln als eine trendfolgende Strategie, dann, sage ich mal, ist auch der Punkt 1 letztendlich der Ausschlaggebende, wenn man fast am Tief kauft. Das ist aber etwas schwieriger, aber man kann da auch, wie man sieht, relativ erfolgreich mit sein. Es klappt halt nicht immer. Ja, aber wenn man gar nicht im Markt geht, dann wird man auch nichts gewinnen. Ja. So, wenn man das Ding jetzt short handeln möchte, was muss passieren? Das wisst ihr auch, der Markt läuft dann halt hier hoch. Wenn er dann short reagiert mit einem Umkehrstab, dann würde ich halt hier runter handeln, aber in der Zone hier wieder ein Target setzen und verkaufen, zurückkaufen, die Short-Position logischerweise. Also es gibt immer Zonen, wo der Kurs reagiert und da muss ich halt versuchen, die Spannern zu nutzen, um, sag ich mal, ein richtiges Chance-Risiko-Verhältnis zu haben. Nasdaq, auch angekündigt, schaut es euch an. Spannend. In meinem Blog steht genau drin, ich habe da mehrfache Sachen gehandelt bei der Nasdaq. Einmal ist es mir um die Ohren geflogen, das ist im Endeffekt hier war ich kurzfristig long, auch nur mit 30% Position. Der Markt ist halt auch wieder angeteasert, getriggert worden und dann relativ schnell wieder raus. Habe aber die Position in den Short Trade wieder gedreht, ja, also die Pfeile sind hier im Endeffekt die Short-Einstiege. Habe die Position wieder gedreht, weil der unterm 20er geschlossen hat und habe mir dann in der Phase Aktien rausgesucht, die, sage ich mal, noch in der Korrektur waren, um dann kurzfristig Short zu gehen. Was dann passiert ist natürlich, ist, da fragen immer viele, ja, was mache ich denn, wenn der Markt jetzt hier steht? So, kaufe ich dann noch eine Short? Da sage ich, nein, ist ja schon zu spät. Also man darf damit rechnen, dass so eine Bewegung in der Regel im Durchschnitt so 4-5 Tage dauert. Und wenn ich dann halt erst am dritten Tag kaufe, dann habe ich halt nur noch zwei offen. Und dann muss ich halt gucken, wo läuft der Markt denn hin? Ja, wenn ich hier unten diesen Unterstützungszone im Endeffekt sehe, dann schaue ich da hin, ist da erhöhtes Volumen? Ja. So, wenn ich jetzt meine restlichen Short-Positionen sehe, die sind jetzt gekickt worden, weil ich die Stops angezogen habe, dann muss ich damit rechnen, dass der Markt ungefähr, ja, Börse ist ja kein Punktlandung, hier ist diese Zone,
ungefähr hier anfängt, eventuell zu reagieren. Also habe ich hier ein Target reingelegt, für die entsprechenden Positionen Teilverkauf gemacht und die Stops rangezogen, die bei der Dynamik in der Nasdaq dann auch getriggert wurden in den Aktien. Aber man sieht, wie der Markt hier reagiert und wie weit könnte der jetzt laufen? Muss ich jetzt hier long gehen? Was passiert? Wo wäre das Target, wenn ich jetzt hier long gehen möchte? Ja, der Widerstand, der 20er, hier entsteht eine kumulative Situation. Ein 200er, wo ist denn der? Ach, der ist weit weg, okay. Und das sind zwei Punkte, die im Endeffekt zusammentreffen. Und dann schaue ich noch aufs Volumen linksseitig. Habe ich hier auch ein erhöhtes in dem Bereich. Heißt im Endeffekt, hier haben wir drei Punkte, die zusammenkommen. Das heißt, wenn ich hier long gehe, wird der Kurs hier wahrscheinlich reagieren. Seitwärts gehen oder was machen. Und das wäre mir halt zu wenig. Also es ist mir zu riskant, um jetzt hier auf long zu gehen. Für short ist für mich jetzt nichts da, weil ich habe ja hier unten drunter diesen Unterstützungsbereich. Dann würde ich ja nur bis hier ungefähr handeln können und müsste dann wieder aussteigen. Also, was bleibt bei der Nasdaq übrig? Im Moment gar nichts. Positionen geschlossen, machen lassen und gut. SDAX. Ja, da haben wir ein Short-Signal. Das ist zwar schön, wir haben ja auch ein erhöhtes Volumen. Der Markt hat hier stark reagiert. Habe ich aber nicht genommen. Warum nicht? Weil wir hier auch extrem hohes Volumen an diesem Tief hatten. Und das natürlich dagegen spricht, dass ich bis da oben hinlaufe. Dann auch ein Down Gap. Hier noch die Widerstandszone. Wäre mir einfach zu wenig gewesen. Und für den Short-Bereich haben wir einfach hier den Unterstützungsbereich bei hohen Volumen. Auch hier hohen Volumina, die den Markt erstmal aufhalten werden. Also SDAX weg vom Tisch, brauche ich nicht. S&P 500, das ist der ETF. Wir nehmen mal den Future, den Mini-Future. Da sehen wir im Endeffekt die Short-Signale, die so drin sind. Was macht er aktuell? Hat sich im Endeffekt verhalten, so ein bisschen wie Nasdaq, logischerweise. Amerikanische Märkte korrelieren ja auch überwiegend dann in die gleiche Richtung. Abverkauf bei erhöhtem Volumen, das ist schon mal nicht schlecht. Aber danach, wann muss ich denn einsteigen? Also hier habe ich ja logischerweise keine weiße Kerze für eine Long-Situation. Für eine Short-Position brauche ich hier nicht reingehen. Das ist ja schon weit gelaufen. Bedeutet, hier habe ich eine starke Position. Das ist interessant. S&P 500 screenen. Ja, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich auf Nasdaq gesetzt, aber wäre auch okay gewesen und das wäre auch mit Sicherheit erstmal aufgegangen. Also die Positionen wären bei den starken Branchen sicherlich getriggert worden. Wo kann ich jetzt hindenken ungefähr? Logischerweise der 20er kommt runter. Schauen wir uns aufs Volumen an. Bei den entsprechenden Aktienpositionen, die hoch sind, oh, was haben wir hier? Oh, das ist relativ verstreut. Da haben wir mal ein extrem hohes Volumen. So, und das ist genau im Widerstandsbereich. Das heißt, A wäre die erste Zone, die anläuft, so den 20er. Hier mit einer Reaktion rechnen. Hier würde ich auf jeden Fall die Aktienposition mit Stops enger absichern oder Targets reinlegen. Muss man sich immer individuell in der Aktien selber anschauen, weil die ist ja ausschlaggebend. Aber wenn ich sehe, dass der S&P in die Zone kommt, dann muss ich halt gucken, was die Aktie macht. Manche Aktien performen ja, weil sie Outperformer sind in der Branche, besser als der ETF, als der S&P und legen natürlich auch viel mehr Prozent dann zurück. Ja. Und die Restposition hätte dann eine Chance, bis hier zu laufen. So. Für den Short-Bereich brauche ich eine Korrektur und die würde ich gerne dann bis hier sehen, wenn ich jetzt nicht long bin, um dann nochmal Short hier runter zu handeln. Ja. Also man muss den Punkt erreichen, wenn wir jetzt hier das Webinar machen, dann ist halt die Situation nicht immer da. Würde ich jetzt hier nur einsteigen? Nein, weil es sind ja schon drei Tage gelaufen jetzt. Ja, das Signal kriege ich ja immer, wenn der Markt schließt um 22 Uhr, dann rechnet die Maschine das durch und sagt mir, hey, hier ist ein Signal, da könntest du jetzt mal nach Aktien suchen. Ja, das wäre im Endeffekt die Möglichkeit. So, Russell 2000, also die kleineren amerikanischen Aktien, der Form als ETF hat hier einen mega Down Gap. Ja, es steht auf jeden Fall als Widerstand da. Haben ein erhöhtes Volumen, auch genau da, wo dieses Down Gap war, komischerweise. Ne? Hier ist hohes Volumen. Zack.
So, und das ist auch wieder eine Kumulation. Das heißt, der Boden eines Gaps und das Dach eines Gaps sind immer die schönen Widerstandszonen. Und jetzt müssen wir nach links schauen. Haben wir hier ein erhöhtes Volumen in dieser Zone? Ist ja lustig. Ne? Was haben wir hier links? Das ist ja nicht mit abgucken. Der Bereich hier. Hier haben wir ein kleines Aufwärtsgap. Ne? So, kann ich gar nicht bis dahin ziehen. Und natürlich auch etwas erhöhtes Volumen. Hier wird es nochmal drastischer. Zeichne ich mal ein. Jetzt schauen wir mal, ob wir da wieder zurückkommen oder ob er wieder rumzickt. Ja, er will nicht zurück. Ich muss das wirklich hier hinschieben und dann will er erst. Ja, gut. Dann sehen wir, dass die Linien wieder hier auftreffen. Genau da sind wir. Wir sind unterhalb dieses erhöhten Volumens und unterhalb des Wochenwiderstandes. Und das bedeutet im Endeffekt, da muss er erstmal durch. Also was würde ich für Long sehen wollen? Markt steigt 2-3 Tage an, haut sich hier einen Kopf ein und geht nochmal runter, macht hier einen Umkehrstab. Das wäre das Szenario für einen Russell, um ihn dann zu nehmen. Und wenn er hier runter geht, was haben wir da als Basis? Das ist ja, sag ich mal, Einhalt gebietet. Ziehen wir das, kann man das ziehen? Kann man auch nicht, doch. Das Gap, das da hinten kommt, da sitzt er auf als Unterstützung, bricht diese Unterstützung, fängt er sich hier mal bei 129 nochmal die nächste Unterstützung. Das heißt, für einen Short Trade da oben Aktien nehmen für Short, da unten eher die Long-Richtung, dann zu handeln, wenn der Markt wieder zurückkommt. So, das war's. Der Welt-ETF, das ist meine Benchmark. Sieht auch nicht viel besser aus. Wir haben ein leicht erhöhtes Volumen an der Kerze von 22. also heute. Mal sehen, was danach passiert. Ob der Markt hier drüber schließt, ist sehr spannend. Und ja, Fragen auf jeden Fall. Der Michael, danke für diese Frage. Mit welchen Betriebssystemen kann der Agena Trader genutzt werden? Windows. Man kann aber auch mit dem emulierten System, also mit dem Emulator oder wie das Ding heißt, für Mac letztendlich das Ding drüber spielen, das geht auch. Im Web ist es auch verfügbar, aber nicht als Webanwendung, sondern nur über einen Server kann man den nutzen. Ja. Ich zeige euch mal was anderes, das ist auch interessant zum Agena Trader. Man kann natürlich diese Charts sich immer angucken, aber wir haben ja jetzt, ich meine, ich gucke mal kurz drauf und dann weiß ich, was ich mache. Ich muss ja die Sache beschreiben, damit ihr das nachverfolgen könnt. Aber ich kann etwas anderes nutzen, das könnt ihr auch nutzen, schaut euch das mal an. Wo ist es? Wo ist es hin? Da muss ich mal schauen. Das ist es nicht. Da ist er. So, jetzt muss ich wieder ein paar Felder zur Seite schieben. Und zwar, zack, wollte ich euch mal gerne zeigen. Kurz meine Homepage, tradercoach.de. Und das, was ich ja jetzt hier mal monatlich mache bei CapTrader, diese Indexanalyse, die mache ich wöchentlich und die ist auch kostenlos im Blog. Also wenn ihr jetzt hier auf meine Seite TraderCoach geht, Blog, da steht es auch drin, kostenlose Indexanalyse. Zack. Da könnt ihr raufgehen. Da seht ihr immer, dass ich das wöchentlich mache. Dann da draufklicken. Und dann seht ihr zum Beispiel das Market Model, das im Endeffekt euch ein bisschen die Sache erleichtert. Das ist auch erklärt da drin, wie es geht. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Dann kann ich schon mal abschätzen, welche Werte, welche Indizes oder welcher Rohstoff im Endeffekt für mich interessant ist. Und auf die gehe ich dann ein. Ja, da könnt ihr kurz nachlesen. Da könnt ihr auch sehen, wie das Market Model bedient wird. Das dauert 2 Minuten 48. Das Video ist relativ einfach gehalten. Und ihr seht hier im Endeffekt, was ich zu Öl sage. Was ist in der letzten Woche passiert? Jetzt nicht viel Gelaber. Und was mache ich? Und wenn ich Positionen habe, was mache ich mit den Positionen? Ja, was ist da zu erwarten und so weiter? Und das Ganze ist im Chart eingezeichnet. Ja, also immer, wenn ich was schreibe, 7.6., dann ist das drin, was ich da gerade denke. Aber auch wenn unter der Woche etwas passiert, was ich gemacht habe, dann kommt das da rein und findet nächstes Mal letztendlich Gehör oder sagen wir eher nachzulesen. Ihr seht hier beim Öl, habe ich am 13.6. gesagt, bei diesem Kerze, nein, ich warte auf eine Korrektur ab und will dann wieder Stärke sehen. Habe ich gemacht. 20.6. Korrektur läuft, Umkehr abwarten. Jetzt haben wir so einen Stab da unten. Der ist nicht zeitgemäß oder zu groß von der Volatilität. Ich warte auf eine niedrige. Werde ich dann in eine Analyse schreiben, was dann passiert ist.
Und das Gleiche habt ihr natürlich hier auch für Gold. Da seht ihr, aha, am 20.06. habe ich gesagt, er sollte doch mal gerne hier in diesen lila oder roten Kreis reinlaufen mit der Korrektur. Da ist er auch auf dem Weg hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann würde ich im Gold Long versuchen, eine Aktie zu finden. Und bei Nasdaq habe ich schon mehr gemacht. Da habe ich euch gezeigt. Am 23. Mai habe ich ein Countertrend-Signal bekommen, habe dann Aktien Countertrend-mäßig long gehandelt. Am 7.6., die sind auch rausgelöscht worden dann in der entsprechenden Target. Am 7.6. habe ich ein Long-Signal bekommen, da habe ich auf die Nase bekommen, ausgestiegen, gedreht die Aktien und am 9.6. war ich dann short mit den Positionen. Und die Restpositionen am 20.06. sind immer noch drin. An dem Zeitpunkt war es so, jetzt sind sie draußen. So, da könnt ihr halt mal nachvollziehen, wie die Denkweise ist. Und das kommt halt jetzt immer samstags oder sonntags raus, also dass ihr am Wochenende gemütlich das mal nachlesen könnt. So, jetzt schaue ich nochmal. Wird es auch ein Webinar zum Finden der Aktien geben? Ja, wird es auf jeden Fall geben. Weil das Interesse mega groß ist, kriege ich natürlich nicht alles hin, weil es finde es schon sehr wichtig, dass es, sage ich mal, mit der Indexanalyse schon mal funktioniert. Die nächsten Schritte, beim nächsten Mal mache ich das mal, ziehe ich das mal durch bis zum Finden der Aktien. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das relativ einfach macht, und zwar auf der Seite tradescanner.com. Ja. So sieht die aus, wenn ich ausgeloggt bin. So. Wenn ich mich einlogge, sieht das Ding so, zack, so aus und nutze dann das Market Model und das ist kostenlos. Ihr müsst euch nur registrieren, wenn ihr euch informieren wollt, wie das funktioniert, das ganze Market Model, dann könnt ihr euch auch das Video bei mir auf der Homepage angucken, zeige ich gleich nochmal. Aber hier kann ich relativ schnell eine Analyse vornehmen, wo die Märkte sind. Ihr seht hier, kann ich mir die Märkte sortieren nach Performance. Also diese Outperformance und Underperformance und nach einem Timing-System. Im Moment ist der Hang Seng super angesagt. Ja, und das sind immer diese Kugeln. Die Kugeln sind immer ein Markt. Und grob, ich kann jetzt nicht alles erklären, ist im Endeffekt, wenn oben rechts die Kugel drin ist, bin ich long. Ist sie in der Mitte, bin ich im Endeffekt flat. Und wenn sie ganz unten ist, bin ich eher short. Ja, und diese Felder, die ihr seht, mit den Farben sind bestimmte Strategien, die ich fahre. Damit kann ich relativ schnell erkennen, wo die Märkte sich befinden, ohne mir einen Chart angucken zu müssen und ob ich was machen muss. Und man kann den Schieber hier links zurückschieben, das ist mein Tag, jetzt habe ich einen Tag, also heute, dann seht ihr, wie die Kugeln, vor 2 Tagen war Feiertag, da wird sich nicht viel verändern, aber ihr seht, vor 3 Tagen waren die alle rot. Was bedeutet das? Wir haben eine starke rote, also hohe Volatilität, das heißt, Achtung, vorsichtig, auch Kurse können extrem fallen. Immer noch rot, immer noch rot, immer noch rot. Und jetzt seht ihr, bups, die gehen ja alle auseinander. Und wir haben hier Countertrend-Strategie. Ja, da war Dow Jones Countertrend, MDAX und so weiter. Und der Markt ist ja dann nachher nach oben gegangen. Und hier sieht man das Öl zum Beispiel auch in der Trend-Long-Situation. Und dann schaue ich mir erst einen Chart an, wenn ich weiß, aha, wo stehen die denn? Also das Tool bringt Orientierung. Das werden wir sicherlich grafisch noch ein bisschen optimieren vom Aussehen her. Aber ich kann sehen, rot ist hohe Volatilität, Achtung vor diesen Werten. Orange ist normale Volatilität. Und wenn die grün sind, die Perlen hier, sage ich mal, wenn wir da zurückgehen, sehen wir mal, da haben wir alles grün gehabt, dann sind die Volatilität niedrig. Und das bedeutet, ich kann Aktien letztendlich eher für einen Longtrend handeln. Ja. Dazu haben wir auch ein Webinar auf jeden Fall noch zu diesem Tool. Und da kann man auch Aktien finden und so weiter. Also das ist recht groß, wollte ich euch nur mal zeigen. Wenn ihr meine Strategie in der Gänze verstehen wollt, dann habe ich das, glaube ich, sehr gut erklärt. A, wenn ihr bei mir auf die Homepage geht, Perlentauer-Strategie. So, ja, dann ist alles da im Endeffekt drin. Habe es auch beim VTAD beschrieben. Ihr könnt euch heute dieses Webinar anschauen mit dem Einblick in die Strategie. Da ist viel aus diesem, was hier drin steht, auch da drin, wer das lieber videomäßig mag. Hier ist wirklich alles drin, wie diese Strategie aufgebaut ist, wie die Signale, da seht ihr auch die Statistik und so weiter und so fort. Und wer den Tradescanner verstehen möchte, dazu gibt es auch Webinare. Ja, schaut mal hier auf den Blog. Dann sind auch News zum Beispiel dabei oder Aktienwissen. Dann seht ihr, da sind auch gerade, was den Screener angeht und so weiter, sind auch Videos vorhanden. Ja.
Und TradeScanner könnt ihr euch natürlich auch erklären lassen. Oder auch testen, 14 Tage ohne Abonnement, da draufklicken, registrieren nur, keine Zahl an Daten oder sonst wie. Ihr werdet 14 Tage freigeschaltet und könnt das ganze Tool euch mal angucken. Es ist noch in einer sehr, sehr weit fortgeschrittenen Beta-Phase, da kommt noch viel mehr. Aber wer mal da neugierig ist, kann auch hier das Video jetzt anschauen. Und dort ist im Endeffekt alles erklärt. Ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen, wie man den Aktienscanner nutzt, was dieses Tool überhaupt alles kann. Für einen Überblick. Ah, ja, viel, viel, viel Holz. Der Felix hat geschrieben, gibt es ein Video zum Einrichten von Agena Trader für Cap Trader? Den Agena Trader einzurichten, gibt es zahlreiche Videos auf der agenatrader.com Seite. Wenn du da drauf gehst, dann da weiß ich noch, Support zum Beispiel. Und da gibt es halt, sage ich mal, alles, was es gibt. Dort müsste theoretisch auch Live-Trading-Webinare, kannst du sagen, Online-Video-Ausbildung, Software-Ausbildung, online 100% kostenlos, wenn du da drauf klickst. Da hast du dann die Videos und kannst das alles nachvollziehen. So, ich schaue mal noch weiter, ob wir noch Fragen haben. Ihr könnt mir auch gerne noch eine Aktie rüberschieben, die ich mal aus meinem Blickwinkel der Perlentaucher-Sache beleuchten soll. Dann könnt ihr einfach hier reinschreiben, am besten das Kürzel. Ich würde jetzt noch zwei, drei Aktien machen. Wer mag, kann da eine zum Besten geben. Das haben wir alles wunderbar. Okay, ich nehme noch eine Aktie. Letztes Mal war es die Twitter-Aktie. Schauen wir uns mal die an. Lege ich einfach mal jetzt hier rein. TWTR, glaube ich. Twitter. Ah, Aktie MOS der Dieter. So, Twitter haben wir schon mal rumgefuhrwerkt. Und auch hier ist es lustig. War es im letzten Webinar bei einem anderen Broker, wurde das gefragt und ich habe gesagt, würdest du Twitter hier oben noch long kaufen? Nein, aber was wäre das Szenario, wo ich Twitter anfassen würde, wenn der Markt wieder zurückkommt? Ihr seht noch die Linie hier drin. Ja, und ihr kommt genau zurück auf dieses Gap. Ja, das ist nicht ganz korrekt, das Gap. So, wir machen es mal ein bisschen korrekter. So, läuft der Kurs hier hoch, hat hier ein Down Gap, reagiert da drauf am 20er. Kommt alles zusammen. Ja. Erhöhtes Volumen. Ja, wo das losgeht, im Endeffekt kann man auch sehen, hier diese Meldung, ne, hohe Volumen, dann dieses Gap, dann ist auch, und das zählt mit dazu, ist genau dieser Bereich, wo der Kurs reagiert. So, und das Rumgezappel, das nutze ich nicht zum Einstieg, sondern wann würde ich denn frühestens einsteigen, wenn der Markt wieder zurückkommt, habe ich eingezeichnet, in dieses Gap und hier irgendwie positiv reagiert. Nun ist das nicht ein Bilderbuch-Ding, aber wenn man jetzt hier drüber eingestiegen wäre, wäre das okay gewesen. Aber ich würde jetzt auch nicht so viel erwarten. Ne? Heute hat sie angezogen, kommt in diesen Bereich wieder hinein. Also da ist jetzt nicht so viel zu erwarten. Wenn man da oben reingeht, wäre mir das zu wenig. Wer das nutzt, der hätte jetzt hier, sagen wir mal, seine 3%, 3,3% in zwei Tagen und hier seinen Target reinlegen. Ja, vor dem Widerstand logischerweise und vor dem Gap. Ja, vielleicht läuft es heute noch da rein. Also wenn ich drin wäre, würde ich sie laufen lassen, Stop ranziehen unter diesen starken Bar, am besten dem zweiten erst, den laufen lassen. Wenn sie ein Target, hier würde ich einen Teilverkauf zumachen und dann schauen, was hier passiert, ne, in der nächsten Range-Zone. Ne. So, was haben wir denn noch? MOS. Ist aber nicht Mosaik, oder? Dieter, helf mir auf die Sprünge. Oder Mobistar. Gibt ja immer mehrere, Mathe. Ja. Solange der Dieter mir sagt, was es ist, haue ich hier auf jeden Fall mal die ZM rein. Du meinst aber nicht Sojabienen-Mosaik, wirklich so. du meinst bestimmt Zoom, richtig? Ja, okay, Zoom, Zoom, Zoom. Ich glaube, es ist mit S. Schauen wir mal. Ja, ist er doch. Die Zoom-Software. Okay, also interessant, weil die Aktie habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das, was ich immer beachte, ich meine, die Signale sind jetzt nicht die schlechtesten Short-Signale,
Schauen wir mal nach dem Long-Signal. Ja, automatisiert wäre jetzt hier ein Long-Signal. Für mich keine. Das Signal ist da, aber ich muss trotzdem noch einen Blick werfen. Wäre das jetzt hier eine Situation, wo der Markt in Umkehr kommt. Ne? Aber was interessant ist, finde ich jedenfalls, ist das Volumen. Ne? Also hier extrem Volumen zugenommen. Hier haben wir ganz massiv hohes Volumen. Da auch und da unten. So, wenn man das sieht, wo der Markt reagiert, muss ich jetzt eine starke Kerze haben. Habe ich aber nicht. Ja. Aber es ist mit Sicherheit eine gute Unterstützung. Also diese Zone hier. So, wann wäre es wieder interessant, vielleicht eine Zoom anzufassen, wenn man sie noch nicht hat? Gibt ja immer mehrere Stadien. Ich möchte die Aktie haben, ich bin drin. Von daher, was müssen wir machen? Wir abwarten, bis der Markt wieder in diesen Bereich zurückläuft und dort wieder Stärke zeigt. Ja. Dann ist nicht viel Potenzial drin, 118 von 110, dann könnte der Markt wieder reagieren. Aber wenn ich so einen Trade mache, dann muss ich halt da unten rein und nicht so einen Ausbruch mag ich gar nicht. Weil meistens werde ich da mal verarscht bei Ausbrüchen. Deshalb nur aus der Korrektur handel ich. Oh, jetzt haut er mir die Aktien aber schön hier rein. Jetzt habe ich die ZM gemacht, jetzt kommen wir mal zu der MOS. Mosaik. Ja, du meinst bestimmt die amerikanische, wir haben auch so eine. Tada. Wo ist er? Der China-Trader hatte mal beim Mapping etwas mehr Auswahl. Gehe ich doch lieber aufs Symbol. Manchmal nicht so einfach, eine passende Aktie zu finden, aber ich glaube, das wird die sein. Upsi. Okay. Interessant ist, dass er sich hier auf den 200er bewegt. Okay, schauen wir nach links. Ist hier irgendwas, was Support bieten könnte? Na, links. Ja, ein bisschen erhöhtes Volumen. Ja. Hat ja auch extrem angezogen. Wo ist der nächste Support? Im Endeffekt in diesem Bereich. Was haben wir gegen uns? Hier oben. Massives Volumen. So, fallende Kurse, sinkenden 20er. Das heißt, wir sind im Endeffekt im Underperformer-Modus. Ja, schalte ich den mal ein. Müsste es grün leuchten, wenn wir Outperformer sind. Underperformer sind wir eher shortmäßig unterwegs. So, das heißt, wenn wir hier was machen, sind wir Counter-Trend-Strategie unterwegs. Bedeutet, wo ist das Potenzial? Ja, wisst ihr ja alle, am 20er haben wir 8%. Ja, gehen wir ein bisschen weg. 7,5%. Mache ich hier was? Ist es sinnvoll? Schauen wir uns an, ist das Volumen erhöht bei dem letzten Short-Bar? Ja, ist es. Ja, auf jeden Fall höher als den Tag davor. Könnte Support bieten, auch an diesem erhöhten Volumen. Wäre also ein Counter-Trend möglich. Ich schaue mir natürlich immer die Branche an, aber das wäre jetzt mal ein Long-Trade eventuell bei mir in der Watchlist. Ja, mal sehen, was der heute macht, wo der heute schließt, weil dann kriege ich erstmal ein Signal. Vorsicht dann hier, wenn der Markt quasi hier drunter geht. Ja. Gucken, finde ich jetzt nicht so schlecht. Also Short würde ich sie jetzt nicht anfassen, sondern wenn, dann wäre es ein Counter-Trend-Signal. So. K und S. Der Klaus hat Kali und Salz. Die habe ich heute auch irgendwie bei mir beim Screening gehabt. Mal sehen, wie die jetzt hier heißt. Kali und Salz muss ich eingeben, weil das Kürzel weiß ich nicht. Weiß zwar viele. Kali, Kali, Kali. Was alles mit Kali gibt. Außer jemand weiß das auswendig, das 3, das ist es nicht. K und S nimmt er auch nicht an als Symbol, die heißt anders, glaube ich. Als Symbolchen. K plus S, oder gibt es nicht. Ja, da ist er. Da ist er, die meinst du doch. SDF, naja, da muss man ja mal drauf kommen. Oh, haben wir schon mal gehabt. Die Linie wurde schon mal eingezeichnet. Im Endeffekt hier das erhöhte Volumen. Das gibt ein bisschen Support. Wir sind eher im Underperformer-Modus. Ja, wir sind rot. Heißt, im Endeffekt ist Short bevorzugt. Aber es könnte eine Counter-Trend-Strategie geben. So, wenn ich jetzt hier Short bin, ich habe ja hier ein Signal, dann muss ich gucken, okay, was hat das Signal für eine Chance? Also, wo könnte der Kurs reagieren? Natürlich könnte er hier reagieren, wo das Volumen hoch ist. Das heißt, was habe ich an Potenzial, wenn ich Short handeln möchte? Ja, 3%. Das wäre mir zu wenig. Long gibt es im Moment gar keine Ambitionen letztendlich. Ich habe ja hohes Volumen gegen mich, ja, weil das ist da drüber.
Man sieht, der Kurs reagiert mit einem Umkehrstab. Ist nicht so schön. Der 20er kommt noch runter. Also dort Vorsicht, Long gar nicht. Short wäre mir zu wenig. Vielleicht am 200er, ne, wo schönes hohes Volumen hier ist. Dann haben wir hier unten noch so eine Support-Ebene. Und das könnte doch spannend werden, was er dann macht. Dann ist der 200er wahrscheinlich auch da. Dann hätte man einen kumulativen Punkt. Und das macht die Sache doch schon vielleicht interessanter. OAS, der Peter. Ich habe dich nicht vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Oasis Petroleum. Da hat doch jemand Ölaktien. Upsala. Ja, okay. Klar, die haben korrigiert, wenn der brennt, das, sag ich mal, das fällt, was mit dem sie Geld verdienen, ist das logisch. Was sehen wir hier? Im Moment keine Stärke. Extrem hohes Volumen. Haben wir hier Stärke danach? Nee. Also hättest du auch gar nichts machen können. Ja. Letztendlich, die Aktie wäre nicht in Frage gekommen. Und heute macht sie im Endeffekt wieder einen Schlappen. Kommt auf den 200er, der Kurs reagiert, kommt auf die Wochenunterstützung. Wir sehen, wir haben hier lange, lange Lunden. Doch, das sind das da oben. Der Kurs reagiert. Könnte spannend werden. Mal sehen, ob er vielleicht am nächsten Tag hier einen Umkehrstab macht. So, ne, immer das Öl, den Uso, nicht den Schnaps, sondern den ETF im Blick halten. Dann könnte doch hier eine kurzfristige Umkehr stattfinden. Dieser Trade ist dann, bin mal gespannt, ob er noch Outperformer ist. Ist er nicht mehr, ist im neutralen Bereich. Naja, ist schon Underperformer. Aber rein von der Struktur her ist er halt eher, sag ich mal, dem Aufwärtstrend, sag ich mal, zuzuordnen. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus einer noch bestehenden Korrektur. Wenn er hier drunter geht, ist dann vorbei. Aber das wird spannend. Also den Wert würde ich mir auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen, ob der nochmal durchzieht. Wo würde ich reagieren, wenn ich jetzt eine Trade-Position aufnehmen könnte, die Tage, ja, dann hier oben, und zwar vorher. Ja, einen Teil hier verkaufen und dann schauen, was macht der Markt, geht der weiter oder nicht. Und wenn nicht, lasst ihr euch dann ausstoppen mit der Restposition. Spannender Wert. Okay, der Steffen. MU und Meta. Ich glaube, ich habe den AT schon umgestellt. Auf Meta-Plattforms, was ja Facebook ist. Upsala. Ja, haben wir auch eher den Short-Markt. Dürfte ganz klar Underperformer sein, das sieht man. Ist hier jetzt Countertrend-mäßig was zu erwarten. Dafür müssen wir mal hier richtig zusammenscrollen und zurückschauen. Und finden hier natürlich, muss man da ein bisschen reinzoomen, orange, erhöhtes Volumen. Ja. In dieser Phase sind wir unten am Tief und dann haben wir hier nochmal so eine Zwischenreaktion. Da befinden wir uns gerade. Sind aber runtergerutscht und das auch mit einem richtigen Ruck. So, jetzt halt die Frage, willst du jetzt die Aktie long handeln? Dann kannst du was erwarten. Einfach immer fragen. Ja. Das ist selber die Frage stellen. Wo könnte der Kurs reagieren? Na ja, klar, muss ich mal den Malfix einstellen. So, da könnte er schon mal reagieren. A, hat er da mal reagiert und andererseits haben wir hier ein hohes Volumen. Ist ja hier nicht abgesprochen, sondern die Aktien kommen einfach so rein. Zack, und der Kurs reagiert genau an diesem Volumen. Und warum auch noch? Ich sage immer kumulativ, weil hier ein Gap ist. Und immer an der Unterzone reagiert der Kurs. Also so kann man sein Potenzial abschätzen, ob man da nun unbedingt einen Trade eingehen muss. Also Long haben wir hier mehrere Hindernisse, würde ich nicht anfassen. Für Short habe ich hier eine Korrektur, die es lohnt reinzugehen. Nee, was würde ich reingehen für Short? Der Markt hier hochkommt und hier anfängt rumzustottern. Und dann ja so eine schwarze Umkehrkerze hinlegt oder so ein Powerbar, so was Schwarzes. Aber nicht zu groß, weil ihr müsst ja dann, im Endeffekt, wenn jetzt hier so eine riesen schwarze Kerze kommen würde, dann müsst ihr ja darüber ihren Stop legen. Hier den Einstieg und dann habt ihr im Endeffekt hier so ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1. Das kann man machen, funktioniert auch, aber ich habe es gerne 2 zu 1 mindestens oder 1,5, das ist schon das Minimum. Ja, also dann müsste ich ja hier wieder reagieren, weil der Markt ja vielleicht dann gedreht ist und da müsste ich dann aus dem Short raus, logischerweise. Nee, Volumen ist einfach, Klaus, ganz normaler Standardindikator, den kannst du dir auch in jeder anderen Plattform einfach anschauen. Ich glaube, Volumen einfach ganz normales Tagesvolumen, da ist hier so ein
Durchschnitt draufgelegt, ja, so ein 120-Tage-Durchschnitt, aber das braucht man nicht. Es ist nur visuell, du siehst ja, wo das Volumen erhöht ist, also Unterschiede. Ne? Also hier ganz hoch und nur so ganz kleine Dipper hier über, so, über den gleitenden Durchschnitt interessiert mich dann nicht so. Ja. So, da haben wir noch Meta, was haben wir noch? MU, das ist jetzt Micron, würde ich sagen. Ich kenne mal was auswendig, super. Micron, mein Gott, sind die unter den Räder gekommen. So, brauche ich nicht gucken, sind Underperformer. Hier würden wir also wieder einen Countertrend handeln. Wir müssen gucken, ist das Volumen erhöht? Ja, es ist gestiegen, je tiefer die Aktie kommt. Wenn auch nicht so richtig schön, dass man sagt, es geht drauf, aber es, man muss es auch nicht immer auf den Punkt bringen. Schauen wir mal nach links, was ist hier passiert? Hier ist gar kein hohes Volumen. Bisschen. Aber da. So, schauen wir mal. Zeige die Nummer ein, da mal die Nummer und jetzt gehen wir wieder zurück. Komm, jetzt gehen wir. Ja, jetzt hat das. Noch weiter unten? Ah, okay. Also richtiges Volumen kommt erst rein, wenn der Markt noch tiefer fällt. Okay, das würde ich dann auch mal so annehmen. Wenn ich long gehen möchte, weil hier ein Umkehrstab war, dann habe ich welches Potenzial zu erwarten? Das sind immer die gleichen Fragen, die ich mir stelle. Dann schaue ich mir das an. Okay, ich gehe hier rein. Entweder bist du schon drin. So, dann muss ich sagen, okay, wo kann der Kurs anfangen zu stottern? 6,47%. Warum? Weil dann Downgap ist. So. Ne? Nächste Station wäre dann hier Wochenwiderstand und der 20er, der runterkommt. So, was würde ich jetzt hier long einsteigen? Nö, dafür ist mir das Volumen hier zu käsig für diese Situation. Wenn der Markt jetzt hier oben hochläuft, die Tage, und hier negativ reagiert, mit einem Down gibt, dann würde ich die Short handeln. Dann muss das aber so sein, dass du hier anfängst bei spätestens 9 bis 10%, dann hier ein Target reinzusetzen. Ne? Nicht etwa auf den Punkt unten, sondern immer etwas vorher, damit du da rauskommst. Ne? Die Orangenkerzen meint allerdings, nee, das ist meins, das habe ich selber zusammengestellt. Ja, das ist dann nicht Standard. Aber das brauchst du nicht, das ist ja nur Spielerei. Also wenn du den Markt hast, dann siehst du das ja anhand des Volumens. Guck da auch nicht immer drauf. Reicht im Endeffekt so. So, jetzt haben wir noch die Daniela, die AXP. American Express. Ja? Jo, bist du auch nicht auf dem falschen Sektor, glaube ich, weil der Bankensektor eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, auch wenn die jetzt noch richtig ein bisschen böse auf die Mütze gekriegt hat, wie man sieht. Entschuldigung. Hohes Volumen, das ist schon mal positiv. Ne? Zack, zack. Ja, so nicht. Aber da ist hohes Volumen. Würde jetzt die orange Kerze angehen, ne? Aber sieht man ja auch hier. So. Wenn der Kurs drüber ist, heute geht er drüber, dann habe ich im Endeffekt das hohe Volumen unter mir. Das heißt, das könnte eine Unterstützung werden. Was würde ich jetzt machen? Hier haben wir diverse Sachen gegen uns. Ein Wochenwiderstand. Ist dieser Wochenwiderstand mit hohem Volumen unterlegt worden? Schauen hier unten. Nee, das ist da weg. Ja, das ist auch nicht so schlecht hoch. Also quasi die Kerze da unten. Haben wir hier ein hohes Volumen? Ja. Haben wir hier ein hohes Volumen? Ja, also irgendwie scheint hier die Zone zu sein, wo man doch sehr viel Umsatz hat. Bedeutet, wenn der Kurs hier oben hochläuft, dann haben wir bei 5% fängt er an zu stottern. Dann müsstest du jetzt quasi, wenn du hier drüber, nehmen wir mal an, jetzt wäre der Schlusskurs, heute da einsteigen würdest, dann hättest du hier unten ein Verlustrisiko, wenn du den Stop-Line von 3% und könntest 5 gewinnen, das ist so 1,3. Das Risikoverhältnis vielleicht ein bisschen dünner. Ne? Sinnvoller oder schöner wäre gewesen, wenn die Kerze kleiner gewesen wäre. Und dann kann man natürlich schon unten einsteigen und hier sein, sag ich mal, seine Targets im Endeffekt reinlegen. Schwierige Aktie, mit Sicherheit. Läuft sie oben ran, reagiert negativ, dann wieder das Potenzial nach unten. Das ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Jetzt hier eigentlich immer dasselbe, aber ist halt, so spannend ist es nun auch nicht. Ne? Langfristig long, okay, das sehe ich auch so. Felix sagt, bei CFDs gibt es kein Volumen, das ist genau richtig und das ist ganz wichtig. Ja? Also
Wenn du die CFDs nur siehst, dann kannst du doch auch bei TradingView, sage ich mal, kannst du Tagescharts ja eingeben kostenlos und du siehst dann auch unten das Volumen und da kannst du nochmal gegenchecken. Ja, man muss ja nicht immer gleich mit einem Mercedes-Benz durch die Gegend fahren. Man kann Dinge auch einfach handeln. Es ist halt, ich habe jetzt so ein Screener-Instrument daraus gemacht. Es kommt auch was Einfaches auf TradeScanner, da könnt ihr euch dann davon überzeugen lassen. Da braucht man nicht gleich Mercedes-Benz kaufen. Ist schön, aber man muss es nicht. BTC, das ist jetzt die letzte. BTC. Auch im Bankbereich unterwegs gewesen. Okay. Wir haben hier nichts. Ich weiß nicht warum, ich habe keinen Chart. Außer du meinst Bitcoin. Meinst du Bitcoin vielleicht? Oder meinst du Bentech? Das wissen wir nicht. Felix, das nächste Mal dann. Okay, wenn ihr Fragen habt einfach dazu oder Anregungen zu dem neuen, sage ich mal, Tool Trade Scanner oder mich einfach Wünsche habt auch fürs nächste Webinar, kann ich mir das gerne vormerken. Eins habe ich mir vorgemerkt, dass ich den ganzen Prozess mal euch zeigen werde. Auf jeden Fall schaut dann in meinem Blog vorbei, unterstützt mich da, abonniert meinen YouTube-Kanal. Da kommt noch viel, viel mehr. Und ich bin der Meinung, es gibt auf jeden Fall einen Mehrwert. Über mich und Kontakt könnt ihr mir gerne schreiben oder an cb@tradercoach.de. Geht das auch? Ganz unten auf der Seite. Ja, ist auch meine Adresse drin, aber vor der Tür stehen braucht ihr nicht. Klickt auf E-Mail und dann könnt ihr dort im Endeffekt euer hier das Kontaktformular. So, das war's. Ich bedanke mich für eure Mitarbeit, eure Fragen, denn davon lebt ja dieses ganze Webinar und hoffe, ihr seid sehr besonnen in dem Zeitalter dieser Märkte. News regieren die Welt zurzeit und von daher passt auf eure Positionen auf und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, macht's gut.